Link hat auch ein ganz ungutes Gefühl. Leute, willkommen zurück zum Grund des Brunnens bei Master Quest 3D. Ja, also an sich alles okay. An sich, es ist alles erledigt hier im Grund des Brunnens. Ich muss jetzt bloß noch das Auge der Weiten mir schnappen und eine Skuldi mir schnappen. Und dann können wir hier echt raus und haben wir den ganzen Dungeon komplett erledigt. Aber okay, so, ich muss erstmal rausfinden. Das Auge der Wahrheit könnte ich mir eigentlich sofort holen, aber ich glaube, ich mache es auch erstmal, das Auge der Wahrheit. So, mit einem versteckten Schalter ist jetzt hier der Gang offen. Hier fällt man runter, um nur bei einem weiteren Schalter zu landen, der dann die Truhe mit dem Auge der Wahrheit erscheinen lässt. Sehr geil. Ich habe Angst. Okay, nichts passiert. Was zur Hölle, Mann? Was machst du denn hier? So. Okay. Okay, es rollen hier nur noch Steine rum. Ganz toll. Ach, Mann, ey. Mann, das ist hier auch so ein ekliger Ort, ey. Hier ist irgendwie alles noch so, so eklig. Und kann sein, dass die letzte Skulte hier sogar war. So, laut Karte sieht ihr, wo ich bin. Wow. So, ich muss hier runter. Da genau, wo der Stein hinrollt. So, und hier haben wir eine schöne Zombie-Party am Laufen. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich... Nö. Nö. Nein. Die sollen mich nicht double in so einer, am besten in so einer Umarmungsschleiferin ballern. War die wollen mich alle mal knullen? Können sie vergessen. Das ist aber schnell. So. Okay, ich hoffe, die bleiben so lange eingefroren, bitte. Ich hoffe, dass der, also dass nicht irgendwie jetzt so ein Timer weiterläuft. Das Auge der Wahrheit. Okay. Hm, was könnte das sein? Sieht so aus wie eine Linse, ob man damit besser sehen kann? Wie dem auch sei, dieser Ort ist feucht und unheimlich. Lass uns hier verschwinden. Jetzt Navi. Okay, das ist auch neu. Dass Navi einem echt Safari mit der Linse machen kann. So. Okay, und das hier ist echt eklig, ey. Hier sind irgendwelche armen Menschen oder irgendwelche Zombies hier einfach in so einer Säuregrube verreckt. Aber okay, gut. Oh Gott, es kommen ja aus jeder Höhle Steine raus. Und in einer Höhle müsste es eine Skulti geben. Na toll. Okay, ich zeige euch mal das Auge der Wahrheit. Das ist total cool. So, Alter, wie viele hier sind? Ich glaube, hier geht's zur Skulti. Ach, was mache ich denn da? Wow, 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 wow. So, was mache ich denn da? Ich muss einfach bloß Sprung schlitzen. Dumm! Ja, einfach. Ist schon klar. So. Jetzt du bitte. Oh, ein Herz. Danke. Da hinten ist er. Alles klar. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, dann sind mir die anderen Gänge egal. Würde ich mal sagen, oder? Obwohl, ich muss noch alle Räume entdecken. Ich habe noch nicht alle Räume entdeckt. Aua. So. Badabadam. Toll, jetzt sterbe ich hier gleich wegen so einem Mist. So, Karte sagt, wir haben alle Skulties, aber... Oh, doch, ich habe ja alle Räume. Okay, ich habe alle Räume entdeckt. Sehr schön. Okay, Leute, ja... Ja, sollt ihr mal schnell dahin gucken, wo die Steine herkommen? Es sind noch zwei Gänge. Ah, da dürfte es halt nichts geben, Leute. Da dürfte es halt echt nichts geben. Was soll da sein? Okay, die Steine rollen... Ja, ganz schön gefährlich hier lang. Ich glaube, hier war, glaube ich, maximal sowas wie eine Fee oder so. Wow. Guckt gerne mal nur für euch. Ja, toll, oder? Na gut, können wir ja schnell mal machen. Was war das nochmal? Ach ja, genau. Nee, genau. So, und dadurch kam ja jetzt so ein Orb, ne? Das mache ich nur für euch, Leute. Nur für euch. Ups, was war das denn? Ich... Hymne der Sonne, Mann. So. Alles klar. Hymne, ja. So. Also an sich, ja, es ging ja dann doch tatsächlich, ne? Der Dungeon hier ging ja dann doch tatsächlich. Bloß halt, dass man den Master Quest echt gezwungen ist, den komplett zu machen. Autsch. Man muss ihn hier komplett machen, aber ansonsten... Er geht. Die Zombies, wer sich mit den Zombies anlegt, der Hut ab. Ich hab da keine Lust drauf. Es sind mir viel zu viele. Einfach schnell eingefroren und abgehauen. So, jetzt geht nochmal hier schnell gucken für euch. Was mag es denn hier geben? Nur Energie und Herz. Okay. So. Okay, dann versuche ich jetzt aber nochmal hier auf normalen Wege wieder rauszukommen. Weil ja, hier gibt es ja ansonsten wirklich noch Räume, die ich gar nicht gesehen habe. So, weil ich bin in die Leiter hier noch nicht hochgegangen. In die Leiter. Ich könnte mich glaube ich einfach auch wegbeamen, aber... Aber nö. So, ja, und dann werden wir heute auf jeden Fall den Schattentempel betreten. Ich werde jetzt wieder zum Erwachsenen. Werde dann aber auch noch, ich hoffe, das ist okay, noch ein paar Skulpturen holen.
Die Amylia-See, die mir letztes Mal wieder eingefallen ist, werde ich mir holen. Und alle aus den verlorenen Wäldern, was noch zwei oder eine sogar nur sein dürften. Und dann, ja, geht's im Schattentempel. So. Bums. Rückweg versperrt. Na, war das cool, Alter? Oh, du hast es geschafft, Mann. Okay. So, jetzt muss ich wieder raus. Halt, ich bin gleich draußen. Das ist hier auch noch so ein Zombie. Ich hoffe, an den kann ich einfach vorbeirennen, weil der hockt, ja. Tschüss. Ja, dann setze ich mich halt wieder hin, Mann. Okay. So, so ist es, ne? Wenn er keine Aufmerksamkeit kriegt, dann denkt er sich, oh Mann, du bist gemein. Tja, will nicht knullen. Die sind auch nur missverstandene Wesen, diese untoten Zombies, ne? Missverstandene Wesen. Die wollen einfach nur geknuddelt werden. Ja, sind sich vielleicht ihrer Stärke nicht bewusst, dass sie einen zu Tode drücken. Und dass alle Zombies zu Tode gedrückt und geknuddelt wurden. Und seitdem Leute nur knuddeln wollen, aber... Ja, da haben wir nicht so Bock drauf. So, ach, Gott sei Dank. Entkommen aus dem Brunnen. Und er ist komplett erledigt. Das freut mich. So. Also, laut Karte, ich hoffe, ich kann jetzt den Hyliersee komplett machen. Dann halt, ja, Soras Reich wird noch nicht gehen. Den Kokiri weiter ist komplett. Und die verlorenen Wälder. Ich will bloß noch die verlorenen Wälder komplett machen. Und halt hier den Hyliersee komplett machen. Und dann haben wir's. So, und dann geht's zurück zum Schattendungeon. So, erstmal, die Allergie des leeren Herzens. Ja, aber ansonsten als Kind erstmal alles getan, was getan werden musste. Bis auf halt, ja, eine Wundererbse noch und einen Käfer noch später bei dem Wüstenkoloss. Aber ja, jetzt erstmal noch nicht. Irgendwas vergessen als Kind? Nö. So. Dann machen wir es halt später. Los, Link. Werd wieder groß. Wunderschön. Okay, ja, jetzt direkt gleich zum Hyliersee, würde ich sagen, wa? Und dann direkt gleich nochmal zum verlorenen Wäldern. Ja. Ihr seht doch, wie schnell das Spiel sich spielt. Wie schnell Link läuft, wie schnell alles abläuft, wie schnell die Texte sind, das geht doch ganz schnell. Das geht schnell zum Hyliersee und zurück in einem Augenblick. So, nachts muss es dafür nicht unbedingt sein. Aber ich Trottel, ey, wie kann ich das denn vergessen? Aber na, natürlich. Es ist einfach die da unten bei dem Typen da in seinem Labor drin. Mit dem ollen Hai. Mit dem 3D-Hai. Obwohl, ich glaube, er ist jetzt ein 3D-Hai. Vorher war es irgendwie nur so eine olle komische gebogene Textur. Original, aber ist egal. So. Da-dam. Kommt vielleicht die Mucke wieder in den Sinn? So, der kann ja nicht richtig sprechen, ist aber auch nicht so schlimm. So. Da frage ich mich echt, wie viele Skulpturen ist. Ich glaube, da haben wir schon an die 80. Über 80 müssen wir dann eigentlich haben. Alter, wie hartnäckig der Vogel mich immer noch verfolgt. So. Okay. Ja, ich bin jetzt gleich wieder weg. Ja, da voll der geile Hai. Boah, das ist aber, glaube ich, ein 3D-Model, glaube ich. So ein bisschen, glaube ich. Oder vielleicht verarschen sie einen nur noch besser mit einem 2D-gebogenen Sprite. Warum ist hier ein Hai? Das ist bestimmt der letzte Hai, den es im Lyrsee gab und der hat den einfach gekillt. So. Wunderbar. So, und ist Lyrsee komplett? Er ist komplett. Sehr schön. Okay. Dann wieder hinaus. Legt sich zu cool aus, wenn er schwimmt. So, ey, das war meine Spinne. Mann, die war doch für den Hai bestimmt. Tschüss. Sorry, dass wir uns deinen Raum, deinen geilen Forscherraum nicht weiter angucken. Aber die Zeit drängt. So, Okay. Da-dam. Bam-bam-bam. Schnell zurück zum Waldesglück. 1, 2, 3 und schon sind wir vorbei. Ja. Müsste auch bloß noch die eine sein. Und ja. Ich muss auch noch schnell Nacht machen, weil die kommt nur nachts. Lalala. So. Okay. So, ich gehe auch, glaube ich, ganz schnell einfach raus und wieder rein in die verlorenen Wälder. Jetzt schneller. Anstatt durch den ganzen Wald durchzulatschen. So, schön Feuerball rein. Feuerball reinballern. In seine dumme Fresse. Hier, heat up, Mann!
Warte, Lindner! Toll. Er braucht genauso viele Feuerpfeile, wie er normale Pfeile braucht. Anscheinend ist er magieresistent. So, was ist hier? Also übel. Okay. Ich bin gleich da. Und freue mich so. Yeah. Navi, lass mich in Ruhe. Hier kann man schöne Vogelscheuche erscheinen lassen. Um immer da sich leicht hochzuziehen, aber nö. Wir wollen das nicht so. Das wollen wir nicht. So, obwohl ich glaube, eigentlich ist es ja so ja kürzer, wenn ich von hier aus versuche. Okay, dann nicht. Wenn ich von hier aus versuche, zum Fratzenwald zu kommen, aber. Nee, na gut. Dann halt jetzt von hier. So, lass mich mal ganz kurz gucken. War hier auch eine Skulti? Warum ist hier so ein olles Blatt? Was soll ich hiermit machen? Ich war doch irgendwie total dumm. Hier war. Toll. Hui, kann ich hier einfach. Da oben ist aber nur keine Skulti. Kann ich hier einfach ein bisschen lang fliegen? Kann, wenn ich will, auf die Brücke raufspringen? Okay. Hä? Also ein bisschen fehl am Platz ist das hier aber schon. Das bringt euch ja fast überhaupt nichts. Da bin ich ja zu Fuß schneller. Was ist das für ein Quatsch? Naja. Ja, und wieder schön zurück. Cool. Wirklich toll. Braucht kein Mensch. Dam badam bam. Also hätte ich mir aber, als wenn sie ja nur 10 Wundererbsen sich machen wollten, ja. Denn wir haben ja aber ein paar bessere Plätze eingefallen für Wundererbsen. Für eine letzte Wundererbse auf jeden Fall. Was eventuell auch noch viel besser als Abkürzung gedient hätte und so. Aber naja. Oh yeah. Okay, hier ist wieder der Midom. Steht da immer noch da? So, hier war jetzt der Fratzenwald, ne? Sind wir doch schon da. Genau. So, die sind ja alle weg. Gott sei Dank. Hier hört man es krabbeln. So, und auch nur dafür sind wir jetzt hier. Ach, wie nice. So, sind jetzt hier alle die verlorenen Wälder erledigt. El Kokiri-Wald, verlorenen Wälder. Nice. Also schon richtig viel. Alles gefunden. Ich hab Gerudo-Tal, fehlen noch 2 als Erwachsener. Dann müsste das auch erledigt sein. Und Gerudo-Festung, später. So, okay, und hier Soras Reich fehlt auch bloß nur eine. Wie viel haben wir jetzt inzwischen? Ups, warte, wie viel haben wir? 80 Skulltis, yeah! Okay, gut. Tja, dann mehr wollte ich nicht machen. Leute, wir begeben uns zum Schattentempel. Oh ja. La 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 la. Wer wird übel? Obwohl man ja mit dem Auge der Wahrheit, das wisst ihr ja, ne, die Reihenfolge der letzten beiden Tempel an sich ändern kann. Ich könnte jetzt sagen, nö, ich mache jetzt zuerst den Geistertempel. Aber nee. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Let's Play von Ocarina of Time, habe ich das auch schon mal gemacht. Aber nee, den Geistertempel will ich mir schön bis zum Schluss aufheben, weil der ist total toll. Der ist so schön, der Geistertempel. Aber auch schwer. So, jetzt aber hier erstmal, guckt euch diese wunderschöne Tür an. Sie wird nämlich gleich verschwinden. Diese wunderschöne Shika-Tür. Zünden wir erstmal hier ein bisschen die Fackeln an. So. Richtig cool. Total nice. Wow. So, Leute, der Schattentempel, na ja, natürlich, ist er auch übelst der komische, seltsame Dungeon. Aber richtig übel. Und ganz, ganz merkwürdig. Aber ich glaube aber tatsächlich auch eher kurz. Der Schattentempel ist ja sowieso, der war ja auch sehr überraschend. Der Schattentempel an sich ist ja mega kurz. Der ist total der kleine, putzige Dungeon, wenn du so willst. Ja, aber ich glaube, Master Quest dürfte sich daran nicht viel ändern. Oh, die mit den Augen der Wahrheit, die können hier rennen. So. Und das fand ich auch so lustig. Da haben die Entwickler bestimmt auch so gemacht, dass man sich denkt, ja, hallo? Weil Kenner des Originals, ne, denken sich natürlich, ja, ich rüste jetzt nicht extra mein Auge der Wahrheit aus, denn ich weiß, dass es ja hier reingeht, ne? Und dann rennt, so habe ich das jedenfalls auch gemacht, dann rennt man hier schön gegen und denkt sich, was, hier soll es doch reingehen? Und wenn man dann aber nochmal, um das wirklich zu überprüfen, das Auge der Wahrheit macht, oh, verstehe. Alles klar. Warte, mache ich hier so eine, warte mal, das ist doch hier, das ist ja eine Wand, die aus Leichen besteht. Naja, ballern wir sie einfach weg. So. Boom. Okay, und da brauchen wir einen Schlüssel. Was zur Hölle? Das ist eigentlich der erste Weg, wo man lang geht. Hier nicht, Leute. Hier nicht. So, hier ist ja der Typ, ne? Dreh mich zu meinem wahren Ich. Und das ist da. Ja, dreh meinen Schädel zur Wahrheit.
Andernfalls stürzt du in die ähnliche Tiefe. Was war das denn? So, drehen wir mal. Da, 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 da. So, halt da noch nicht. Weiter drehen. So, das hier ist er. That's the White Skull. Stimmt's, Kumpel? Jawoll. Jetzt ist da hinten die Tür auf. Ja, und nun? Ich komme auch da ohne Schwebeschuhe nicht rüber, aber wo die Schwebeschuhe anscheinend sind, brauche ich einen Schlüssel. Was war das denn jetzt? Tja, Leute. Ja, ja, ja. Man muss sich dieses Tor hier genauer angucken. Und dann sieht man, dass da oben Fackeln draufstehen. Ach, Mann, ey. Das ist so toll, Leute. Das ist einfach so toll. So, Nummer 1. Und 2. Daneben. 2. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Sprung. So eine kleine Sprungbretthilfe. Und gehen echt erstmal hier weiter. Anstatt dahin, wo eigentlich die Schwebestiefel sind, über die Gleitschuhe. Jetzt haben wir hier wieder so ein Vieh. Oh Gott. Werde ich erstmal wegbomben. Hab keinen Bock darauf. Die sind auch so mies, die Dinger. So, ich glaube, der braucht jetzt sogar 2 Bomben. Okay, die hat's erledigt. Bup, bup. So, hier könnte ich mir sogar wieder Feen holen. Sehr schön. So, ich gehe aber erstmal. Hier brauche ich auch nochmal einen Schlüssel. Ich gehe jetzt aber erstmal hier rein. Oh Gott, kann ich schnell genug die Ocarina zücken? Okay, puh. Gott sei Dank. So, dann bam, 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 bam. Wieder so eine ollen Mumien, ey, die einen auch nur schmusen und umarmen wollen. Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. So. Die dürfen dafür aber sauschnell down sein. Mann, Navi. So, ein Sprungschlitz, Alter. Die sind down. So. Okay. So, was haben wir hier? Oh, eine kleine Truhe. Ja, mit dem Mana. Es ist ein Key. So, ich glaube, es ist... Jetzt haben wir natürlich 2 Optionen. Und es ist an sich egal, wo wir zuerst hingehen. Aber, ups, Werfling. So, toll, jetzt hat er hier. So. Es ist an sich egal, wo wir zuerst lang gehen, weil es gibt immer genug Schlüssel, tatsächlich. Aber vor allem geht es ja auch noch hier lang. Geh ich erstmal hier lang. So, okay, das Ding, was ja eigentlich unsichtbar ist, sieht man jetzt. Wunderschön. Ah, toll. Hier gibt es auch einen ganz tollen Trick. Man kann sich ja unter die Dinger hinwegducken. Glaube ich. Zumindest zu wissen. Ich probier's mal. Wow. Okay, jetzt habe ich hier erstmal Schiss vor den Viechern. Und rüste meinen Enterhaken aus. So. Wo bist du denn? So, hier haben wir erstmal ein Loch. Okay. So. Und in dieses Loch will ich aber. Aber warte mal, ich glaube, dann resetten sich die Edelsteine. Aber ist egal. Denn hier ist, glaube ich, auch... Wow. Hups. Ja, hier ist nämlich auch ganz fies eine Truhe versteckt. Die sogar, ja, seitlich steht, damit man nicht so schnell darauf kommt. Aber hier ist der zweite Key. Sehr schön. Und Leute, die haben ja dieses Totenschiff oder was das ist, total toll geremaked. Das hat jetzt eine ganz eklige Totenfresse. Totenfresse? Ja. Und ja, die Skulptura ist woanders, kriegen wir noch nicht. Und ja, auch eine Truhe, die man echt übersehen kann. Weil du denkst ja nicht, wenn du da runterspringst, das Auge der Wahrheit zu benutzen, da denkst du ja nicht unbedingt, ne, weil es besteht ja kein Grund. Also wirklich ein Schlüssel, der einen eventuell daran hindert, weiterzukommen. Oh, muss die Rubine nochmal einsammeln? Na, natürlich. So, ich glaube, das ist nur, dass die Tür wieder aufgeht, ne? Mann, die olle Mucke, ey. So, okay, Moment. So, ganz schnell. Wow. So. Okay, herbst. Die olle Musik, ey. Haha. Zack, noch ein Wubi. Okay. Alles klar, Tür ist open. Geht natürlich sofort hin. Denn hier gibt es, glaube ich, sogar endlich mal sowas wie den Kompass oder die Karte. Die will ich haben. Oh yeah, zieht's euch win. Wunderbar, die Labyrinthkarte, okay. Ach hey. Okay, durch das Öffnen der Truhe hat sich das hier geöffnet, okay. Was war das denn? Okay, lass mal nochmal ganz kurz gucken. Ob ich noch irgendwas anderes war? Ich glaube aber nicht, wir sind hier ready. Sind hier und unter durchrollen. Yeah, und unter durchrollen. Okay, ja, das geht alles. Ach, jetzt hab ich keinen Bock mehr auf den Vieh hier, also renne ich einfach vorbei. Tschüss, Mann. Genau. So, Leute. Aber ich würde sagen, das war doch super für den ersten Part.
Dann jetzt werden wir beim nächsten Mal hoffentlich die Gleitschuhe erwirtschaften. Hopsala. Wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen, gehen wir nach da. Alles klar, alles klar, alles klar. Leute, oh Gott. Die Schatten werden den... Ja, okay. Leute, bis zum nächsten Part von Master Quest 3D im Schattentempel. Oh Gott. Ciao.